returning to work. Show me what you can find. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Frische Wunden am Ellenbogen. Beschädigte Schuppenwand und Ellenbogen. Mr. Swift gegen Schuppenwand geprallt. Professor Swifts Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodore Gildens Anwesen herrühren. So habe ich es mir nämlich auch gedacht. So, kann ich den jetzt anquatschen? Don't touch anything here. Get back to work. Take a shovel and dig. Aber ich muss doch jetzt hier nicht wirklich graben, oder? Ich schau mich mal hier um, was es hier so Tolles gibt. Der wird mich schon zusammenscheißen, wenn ich... Geile Farbe. Excuse me, just one question. That's new to me. There is nothing I can tell you. Ach so. Boah, ist das groß. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Welche Statue wurde beschädigt? Arbeiter fanden auf der Ausgrabungsstätte eine Statue mit einem Löwenhelm. Sie stand ursprünglich auf dem Sockel, der dem Strand am nächsten ist. Aber einer der Arbeiter rampelte den Sockel an. Daraufhin fiel die Statue zu Boden und zerbrach. Der Sockel steht weiterhin in umgekipptem Zustand an Ort und Stelle. Also müssen wir jetzt hier eine Löwenstatue suchen? Verstehe ich das gerade richtig? Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Kann ich zum Schiff? Oh, ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Eine Inschrift nahe den vier Sockeln lautet übersetzt: Unweit von hier ruht Vitus. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stürmen wagt. Denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. A goddess? A mother? Someone's wife? Jemandes Ehefrau. Warte mal, hier mal.
A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. There were four statues here originally. I wonder what the three other statues look like. Okay, auf dem Sockel, auf dem Sockel, auf dem Sockel, und wo ist der vierte? May I ask for your assistance? That's new to me. There is nothing I can tell you. Sie ist auf einer Anhöhe mit vier Sockeln. Nur eine Statue ist erhalten geblieben. Eine Frau, die eine Sichel in der Hand hatte. Eine Inschrift nahe den vier Sockeln lautet übersetzt: Unweit von hier ruht Vitus. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt. Denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. Arthurs Swifts Forschungsarbeit führte zu Ergebnissen, die zur Lokalisierung des Grabes von Nutzen sein könnten. Arbeiter fanden auf der Ausgrabungsstätte eine Statue mit einem Löwenhelm. Sie stand ursprünglich auf dem Sockel, der dem Strand am nächsten ist. Aber einer der Arbeiter rempelte den Sockel an. Daraufhin fiel die Statue zu Boden und zerbrach. Der Sockel steht weiterhin in umgekipptem Zustand an Ort und Stelle. Okay. Hier Sockel und einer rempelte den um. Das müsste dann sozusagen der hier sein. Aber wie jetzt weiter? Der dem Strand am nächsten ist. Wie gesagt, es dürfte der sein. Unweit von hier ruht Vitus, wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt. Denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. Vitus. Über ihn wachen Argusaugen und der Herbstwind. John ist albern. Ist der eine Bogen hier umgekippt und das dort unten gehört dazu, was dort am Strand liegt? Teile hier.
Aber ich kann hier doch nichts machen. Der Stein ist runtergekullert. Das denke ich nämlich auch, dass das hier irgendwas zu bedeuten hat. Kommen wir hier weiter? Ne. Ne, 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 ne. Tja. Imogen beschrieb, wie Feodor Willem durch den Elefanten getötet wurde. Den Ort müssen wir auch noch suchen, aber das macht ja jetzt momentan keinen Sinn. Weil das ist ja nicht an einer Ausgrabungsstätte, das ist ja irgendwo... irgendwo da, wo der andere Typ gewohnt hat. Also wir müssen den Ort finden. Unweit von hier ruht Vitus, wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt. Vitus. Unweit von den vier Sockeln, aber unweit kann halt alles sein. Ich gucke mich nochmal hier um. Aber rein theoretisch, es hieß ja vier Sockel. Ich weiß halt nicht, ob das der vierte ist. Das sieht mir schon so verdächtig danach aus, weil der hat ja die gleiche Form wie die anderen. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht imaginieren.